Guten Morgen. Und wieder einmal ein Tag des Wiegens. Eigentlich müsste man mal so den ersten Tag mit heute vergleichen. Habe ich noch gar nicht gemacht. So, was ich auf jeden Fall merke, ist, ich merke das in der Muskulatur, aber es muss ich jetzt langsam auch noch mehr auf der Waage zeigen. Klar, wenn ich jetzt ein Kilo Muskeln aufbaue, sagen wir mal, und 2 Kilo Fett verliere, dann verliere ich auf der Waage nur 1 Kilo. Aber ich muss definitiv auf der Waage verlieren. Ja, das ist geil. Okay, das ist echt cool. Das läuft. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, ich freue mich sehr. Und gleich konsequent, da ist er. Yeah. Achso, immer noch zerzaust, egal. Das ist das Musik am Strand. Das ist ein DJ, der spielt das, was ihr hört, die Gesangsmusik. Und dann ist einer, der spielt so Bongos die ganze Zeit. Und einer spielt Saxophon. Hört mal, ist so geil. Zu dritt, mega. Oh, leck mich mal aus, ist so geil. So, jetzt geht's los. Jetzt kommt, ich hab irgendwie Bock auf Kirsche. Jetzt mach ich mal Kirsche. Die ganze Zeit den ganzen anderen Kram getrunken. Jetzt kommt Kirsche. Okay. So. 91,6. Das läuft. Das ist echt gut. 91,6. Ja, man kann sich ärgern, wenn es nicht läuft. Man kann sich freuen, wenn es läuft. Ich finde, sollte man machen. So. Okay, was ist denn noch? Haben wir das alles? Irgendwas fehlt noch. Ja, mein süßer Maus. Willst du auch mal rosa? Boah, schwerer Junge. Das ist echt ein Riesenbursche. Aber Tyson ist auch ganz, ganz genügsam. Machst du auch jetzt. Ist ja ganz nass im Gesicht. Hast du was getrunken? Das ist der Vorteil bei den Babys. Alle ganz lieb. Ist ganz nass, mein Schatzi. Echt ein Riesen, ne? 8 Kilo? Ist ein Maine Coon. Beste Position hier oben, da kann man alles sehen, ne? Und er mag am Kopf, er wird immer am Kopf gestanden. Ja, wenn man aufhört, dann kommt er mit dem Kopf selber da, zack. Das könnte jetzt so ein paar Minuten so gehen. Aber ich muss ja meins trinken. Bibi. Jetzt habe ich über die Haare hier. Bibi. Tyson. Tyson. Und das ist Hector. Tyson. Hector. Hector. Mach mehr. Da ist er. Okay, haben wir genug hier drin? Nee, ich muss noch mehr. Boah, da ist ja noch richtig viel Platz gewesen. Okay, jetzt trinken wir das Ganze. Ich mache mir das hier richtig schön im Weinglas. Muss ja auch mal genießen hier, ne? Boah. Das Weinglas fast, habe ich schon mal gesagt, 750 Milliliter. Boah, das ist echt lecker. Kirsche ist echt lecker. Freut euch echt aufs Eiweiß. Kein Witz. Heidelbeere-Joghurt. Boah, eine absolute 9. Von 0 bis 10 eine 9. Super geil. Karamell, Likör, Praline ist geschmacklich eine 8,5. Aber auch Bombe. Also schlägt eigentlich meiner Meinung nach alles, was bisher auf dem Markt verfügbar ist. Gut, das ist natürlich jetzt auch gemein, muss man dazu sagen. Wenn man jetzt neu auf den Markt tritt, kann man sich natürlich an dem orientieren, was der Markt hergibt. Also sowohl von den Werten her, weiß man, wo man sein muss, als auch vom Geschmack her. Bis später, Leute.
So Leute, also ich muss auch nicht anmachen, wir sind nur mit dir. Das ist auch zum Beispiel genial, dafür können wir auch den Booster nehmen. Also ich zum Beispiel bin eigentlich ein bisschen müde und platt. So, trotzdem, vergiss nicht, nicht zu. Trotzdem habe ich gerade eine Einladung bekommen und wollte nicht Nein sagen. Also habe ich Ja gesagt und muss jetzt innerhalb von 10 Minuten mich umziehen, meinen Booster trinken. Und das mit dem Booster ist sowieso wichtig, weil ich, ja klar, in der Challenge bin, keine Frage, aber ich will da ja nicht wie so ein Halbtoter hinkommen und sagen so, na, wenn. Das ist auch immer geil, wenn die Leute dann kommen und dann denkt man so, was ist denn los mit dir? Du bist gar nicht gut drauf. Und so, oh, ich bin voll müde. Dann wärst du mit deinem Arsch zu Hause geblieben oder hättest du vorher einen Booster getrunken. Ja, dann wärst du hier nicht mit der Zunge auf Latschen reingekommen. So, jetzt kennen die Leute so, oh, ich bin voll müde. Soll heißen, boah, ich bin voll müde. So. Und deshalb sage ich, trink euren Booster, Leute. Ah, ist ein geiles Gewicht heute Morgen, ne? Ich habe mich total gefreut. Ja, mein Schatz, ja. Da gibt es auch ganz viele Leute draußen, die sagen, oh, das habe ich heute Morgen nicht geschafft. Ich muss das Handy ja nicht auf On drücken. Diese Geschichte auch nur einfach nur anmixen, trinken, fertig. 60 Sekunden, danke, tschüss. Bis morgen.